Wegen der stockenden Waffenlieferungen in die Ukraine per Ringtausch zeigt sich jetzt die FDP offen für die direkte Lieferung deutscher Panzer in die Ukraine. Wo genau liegen denn die Probleme bei diesem Ringtausch mit osteuropäischen Partnern? Ja, das Problem liegt darin, dass bis heute kein deutscher Panzer geliefert worden ist. Deutschland hat Ende April im Bundestag, inklusive der SPD natürlich als Regierungspartei, beschlossen, dass man ab jetzt schwere Waffen liefern würde und damit, in den Worten des Parteivorsitzenden Klingbeil, ein klares Signal senden würde. Und dann haben wir Ende April, wir haben im Juni und auch im Juli wieder aus dem Verteidigungsministerium gehört, dass es konstruktive Gespräche gäbe, dass es keine wirklichen Schwierigkeiten gäbe. Das Ergebnis ist bedauerlicherweise, wir haben es vorher in dem Beitrag gesehen, dass bisher der Ringtausch, also 300 polnische T-72-Panzer, die die Polen schon an die Ukraine geliefert haben, sollten durch 20 Leopard-Panzer älteren Modells an die Polen geliefert werden. Das ist bisher schlichtweg nicht passiert. Und das führt, zumal diese Leoparden erst im April 2023 geliefert werden sollen, das führt natürlich bei unseren Verbündeten, unseren engsten Verbündeten, unseren geografisch engsten Verbündeten Polen zu einer großen, großen Verstörung. Die hat sich schon lange vorher angebahnt, aber die ist jetzt besonders deutlich, weil es so glasklar ist, dass Deutschland hier nicht liefert. Und das führt natürlich, wir sehen es dann dort, wir haben es auch im Bericht gesehen, in der Ukraine zu einer weiteren Verstörung. Wo sind die Deutschen? Wo sind die deutschen Versprechen, die jetzt eingelöst werden müssten oder schon längst eingelöst werden sollten? Aber Herr Professor Thale, dann muss doch Deutschland überlegen, ob es eine neue deutsche Strategie geben soll. Aber der Kanzler, wie gesagt, der fährt ja bewusst einen Kurs. Die Grünen fordern ja inzwischen auch mehr direkte Waffenlieferungen. Und vor allem die FDP in der Ampel ist auch dafür. Warum hakt es da so? Warum werden sich die Regierungsparteien da einfach nicht einig? Das ist genau der Punkt. Wir sehen, also so sehe ich das jetzt, von Ende Februar bis Ende April, bis zu dem Bundestagsbeschluss, eine Schockstarre der deutschen Politik, die dafür genutzt wurde, dass man sich mit schweren Waffen nicht beschäftigen wollte. Dann kam der erste Anstoß und dennoch gelingt es einem sehr, sehr mächtigen Teil innerhalb der SPD, eine Kontinuität der sehr russophilen Ausrichtung der SPD weiterzutreiben. Es gibt keine schweren Waffenlieferungen. Unterm Strich steht eigentlich, dass Deutschland federführend, leider durch die größte Regierungspartei, sich verweigert, eine Strategie zu entwickeln. Will man diesen Krieg mit der Ukraine gegen Russland gewinnen? Will man ein Europa, ich habe es schon ein paar Mal hier gesagt, mit Putin oder ohne Putin? Es deutet viel darauf hin, dass die gegenwärtige mächtigste Fraktion innerhalb des Regierungsbündnisses darauf setzt, dass die Ukraine abgenutzt wird und gleichzeitig der Willen der Deutschen sich abnutzt angesichts höherer Gaspreise mit stärkeren tatsächlichen Versprechungen, die dann umgesetzt werden, auch zu einer Wende im Krieg zu führen. Ich sehe das nicht. Ich sehe eine große Verzögerung und es scheint so, dass die SPD trotz der Rede von Lars Klingbeil vor einigen Wochen sich darauf versteift hat, dass dieser Krieg bald zurück zu Ende gehen soll, indem nicht man auf Abnutzung in der Ukraine, aber auch in der deutschen Bevölkerung setzt. All das ist in meinen Augen keine Zeitenwende, sondern wir sind leider hier in einer Kontinuität dessen, was die SPD in dem wesentlichen Teil, der gegenwärtig auch wieder die Feder führt, um Herrn Mützenich. Da sehen wir viel Kontinuität zum Nachteil Deutschlands Bündnisgewicht und zum Nachteil natürlich vor allem der Ukraine, die, auch das habe ich hier schon gesagt, die unseren Krieg führt, sonst kommt der Krieg zu uns. Eine steile These. Dankeschön, Herr Professor Maximilian Terhalle, für das Gespräch am heutigen Morgen. Danke, Herr Professor. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein.
wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.